Das Schwarzsteinlager. Die Tür zu neuem Unbekannten. Der Weg in eine neue Hölle. In dem Moment, als Jesse passieren wollte, kam ein Notruf. Andere Agents würden angegriffen, das hatte natürlich Priorität. Also musste der Steinbruch noch ein klein wenig warten.
Hier wären wir wieder, auf der Jagd nach dem Schwarzstein-Prisma. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und Marshall wird uns diesmal ein paar Antworten liefern, das verspreche ich euch. Aber vorher werden wir sicher noch einige Barrieren durchbrechen müssen. Viel Spaß mit der 11. Episode von Control.
Lass das Neues an der Brücke kommen. Es soll bald wieder weiß werden, wenn Geld und Wunderschein stehen um mich herum. Wir brauchen so schnell wie möglich neue Diamantrennscheiben. Etwas mit gleichmäßigem Rand, um den sauberen Schnitt zu bekommen, den die Forschungsabteilung will. Aber dieses Schwarzsteinzeugs ist hart. Wir verbrauchen die Trennscheiben in einem Tempo, da kommt man mit dem Austausch gar nicht hinterher. Die Maße für die Schwarzsteinblöcke, die sie wollen, sind empörend. Für den Ärger, den sie mir verursachen, sollten diese verfluchten Brandschneisen besser wie am Schnürchen funktionieren. Ach, verdopple besser die letzte Bestellung. Wow, das habe ich nicht erwartet. Wir möchten alle Mitarbeiter daran erinnern, dass es untersagt ist, im Steinbruch zu rauchen.
Obwohl es sich beim Steinbruch eigentlich um ein Außengelände handelt, ist es trotzdem ein Teil der Behörde, weshalb das Rauchverbot gilt. Es zeugt nicht nur von Rücksicht, dass sie ihre Mitarbeiter nicht der Gefahr des Passivrauchens aussetzen, es ist zugleich auch klug, jegliches Risiko von Gasbrand, nicht vorhergesehenen Grenzbereichreaktionen und möglichem Entstehen von gewandelten Objekten zu vermeiden. Unter keinen Umständen dürfen Zigarettenstummel im Steinbruch zurückgelassen werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Vorfallsbericht. Betreff Steinbruchbetrieb. Zusammenfassung. Während meiner wöchentlichen Sicherheitsinspektion am Steinbruch-Grenzbereich fand ich die gesamte Mannschaft in einem Zustand, der... Das ganze Team war in einer Linie und starrte in die gleiche Richtung, die Stadt in der Ferne. Obwohl ich versuchte, mit sehr lauter Stimme ihre Aufmerksamkeit zu erregen, blieben sie mehr als... bis ich schließlich buchstäblich musste. Danach waren sie benommen und konnten keine Begründung für ihr Verhalten liefern, noch sich an etwas Bestimmtes erinnern. Meine offizielle Empfehlung für jede Mannschaft, die in einem Grenzbereichgebiet arbeitet, ist es, entweder die Länge der Schicht zu verkürzen oder wöchentlich psychologische Pflichtevaluierungen durchzuführen. Oder vorzugsweise beides. Und vielleicht sollten wir eine weitere Expedition zur Stadt anweisen. Vollständiger Bericht in Akte 5-58-3096. Da ist es. Du hast mich hergeführt. Die HV, die Prismen, sie sind dir wichtig. Ich muss dieses Prisma zum Marshall bringen, bevor es zu spät ist. HV, dann Dylan. Thank you.
Mann. Inzwischen ist hier ganz schön was los. Das Zischen scheint mittlerweile einen Groll gegen mich zu hegen. Warum bloß? Ach ja, da ist doch irgendwann ein Notruf reingeflattert. Ich glaube, das Personal braucht Schutz oder sowas. Mal sehen, ob wir es noch rechtzeitig schaffen. Ja, sehr schön. Ups. Alles okay? Vielleicht hilft dir ein Pflaster? Das ging wohl diesmal schief. Ich darf nicht mehr so schießmütig sein, wenn andere involviert sind. Ein verdammter Jammer. Naja, jetzt aber auf zu Marshall. Sie wird uns einiges zu erzählen haben. Wenn das Zischen eine Frequenz ist, warum könnte es nicht Moleküle vibrieren lassen und die menschliche Physiologie... Denk mal drüber nach. Die erforderliche Präzision wäre undenkbar. Ich musste einen Abstecher zum Steinbruch machen, aber ich habe reichlich. Hier. Wir starten die HRV-Produktion sofort neu. Ich habe ja versprochen, von Dylan zu erzählen, wenn sie uns geholfen haben. Das ist es. Sie weiß es. Darauf habe ich 17 Jahre gewartet. Ihr Bruder ist hier. Er war einst bekannt als Primärkandidat 6. Code P6. Wir brachten ihn nach der Sache in Ordinary hierher. Er war bereit, der zukünftige Direktor zu sein.
Er hatte Talente, die weit über alle anderen Kandidaten hinausgingen. Natürlich hat er das. Wir fanden dich gemeinsam. Wir haben eine Verbindung. Bist du jetzt bei ihm? Also haben sie ihn entführt. Wir nahmen ihn auf. Ihre Eltern verschwanden mit allen anderen Erwachsenen in Ordinary. Seine Kräfte veränderten ihn langsam. Es gab Opfer. Er war ungeeignet als Direktor. Wusstest du davon? Hast du mich deshalb nicht früher hergebracht? Hast du mich von hier ferngehalten? Wo ist Dylan? Er ist im Isolationssektor, im Panoptikon. Mein Bruder. Ich dachte, wir wären uns gleich. Was, wenn wir es sind? Ich gehe. Jetzt. Das habe ich erwartet. Ich muss noch etwas sehen. Etwas, was das Zischen nicht finden darf. Es sollte nicht lange dauern, aber Sie müssen inzwischen auf die Behörde aufpassen. Sie passen inzwischen auf die Behörde auf. Und nicht vergessen, Dylan ist gefährlich. Lassen Sie ihn nicht frei, Direktorin Faden. Wie bringe ich Sie dazu, mich nicht so zu nennen? Ich bin nicht wegen Ihnen hier. Nichts hier ist einfach. Diese Leute haben meinen Bruder mitgenommen. Aber mich haben sie anstandslos akzeptiert. Sind sie meine Feinde oder meine Freunde? Ich muss Dylan sehen. Ich muss es wissen. Ich wünschte, du könntest mir sagen, was du weißt. Bleib einfach bei mir, okay? Ich kann einen Freund jetzt gut gebrauchen. Gibt es Überlebende? Wir haben mehrere Schutzräume mit Überlebenden gefunden. Wir warten auf die HRV, bevor wir sie öffnen. Sobald wir sie sicher herausbringen können. Die Story wird ja immer besser und besser. Jesse hatte also tatsächlich recht.
Damals haben Agenten dieser Behörde Dylan mitgenommen. Und sie halten ihn nach 17 Jahren immer noch gefangen. Das gefällt Jessie ganz und gar nicht. Mit Sicherheit wird sie Marshalls Rat in den Wind schießen. Jessie ist nicht hier, um die neue Direktorin zu sein. Sie ist hier, um mit der Vergangenheit abzuschließen. Ich bin wirklich auf den Moment gespannt, wenn sie ihrem Bruder zum ersten Mal nach 17 Jahren wieder gegenübersteht. Was für ein Mensch ist wohl aus ihm geworden?